Wundstopf bombastisch. Und warum bombastisch? Weil er so schmeckt. Wir fangen an. Ein bisschen Speck klein schneiden, schön in Würfel, so soll es aussehen. Ja, gleich mal mit einem leckeren Kassler, aber alles mit Moselmetzger. Jo, und dann Zwiebeln direkt in den Dutch Oven rein, klein geschnitten natürlich. Dann die Speckwürfel rein. Jo, weil wir keinen Bock haben auf Schnippeln, haben wir uns einfach das Rindergeschnetzelte und Schweinegeschnetzelte so bestellt beim Moselmetzger. Kassler oben rein, Paprika geschnitten in kleine Würfel ebenfalls. Jo, und alles 500 Gramm, ne, weil ist Funstopf halt, ne. Jo, und dann Tomaten, Sweet-Chili-Soße, Barbecue-Soße, Sahne auch noch da rein. Jawohl, und dann mein Gewürz-Senrap. Ihr könnt auch ein anderes nehmen, aber mit dem Senrap ist einfach geiler. So, und dann das Ganze, die Soße hier rein in den Dutch-Ofen. Macht dann noch kleine Mettbällekes. Ne, so sollten sie aussehen. Oben schön verteilen, wie die Höbegrillerin das hier macht. Vom Allerfeinsten. So, dann die Gap-Kohlen von Expert Holzkohle. Schön durchgeglüht. Den Dutch-Ofen rauf, hier, wie ich eine raus der Küche rausgeholt habe. Ja, und hier nochmal mit Licht an für euch. Jo, Deckel drauf, dann packen wir oben noch ein bisschen Oberhitze drauf für die Mettbällekes, dass die auch gut durch sind. Und wenn das fertig ist, dann bringen wir es in die Küche und dann sieht das so aus, Freunde. Ja, und dann pressen wir noch einen schönen Reistaler mit Johnnys Burgerpresse. Und dann baden wir den Taler in unserem schönen Funstopf. Mein Gott, sieht das geil aus. Könnte ich sofort schon wieder essen. Nudeln oder Kartoffeln eignen sich natürlich auch als Beilage. Das ist so viel, kann man sich was einfrieren. Kann man das mit jeder Beilage mal probieren. Ja, und jetzt hier der Einkaufszettel. Und dann macht das mal schön nach, denn das schmeckt richtig geil. Also bis bald und bleibt gesund.